Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. Wie findest du Deutschland, Jens? Es ist nicht schlecht. Es gibt viele alte Gebäude und viel Grün. Ich bin noch nicht lange hier, aber ich denke, dass ich eine schöne Zeit in Deutschland verbringen werde. Und du? Wie findest du Deutschland? Bitte? Ich wohne ja schon seit 2 Jahren hier. Es interessiert mich trotzdem, wie du es findest. Es ist etwas kalt hier im Moment, aber ich wohne gerne in Deutschland. Ich mag die Menschen gerne. Und das Bier. Ich bin sicher, dass es in England nicht so gutes Bier gibt. Warum? Die Menschen in England mögen Wein lieber, oder? Vielleicht. Meine Eltern trinken viel Wein, aber meine Freunde und ich nicht. Wir mögen Bier lieber. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Mensch. Human. Mensch. Mensch. Grün. Green. Grün. Grün. Interessieren für. To interest, to intrigue. Interessieren für. Interessieren für. Denken. To think. Denken. Denken. Finden. To find. Finden. Finden. Kalt. Cold. Kalt. Kalt. Lang. Long. A long time. Lang. Lang. Alt. Old. Alt. Alt. Mögen. To like. Mögen. Mögen. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Wie findest du Deutschland, Jens? Es ist nicht schlecht. Es gibt viele alte Gebäude und viel Grün. Ich bin noch nicht lange hier, aber ich denke, dass ich eine schöne Zeit in Deutschland verbringen werde. Und du? Wie findest du Deutschland? Bitte? Ich wohne ja schon seit 2 Jahren hier. Es interessiert mich trotzdem, wie du es findest. Es ist etwas kalt hier im Moment, aber ich wohne gerne in Deutschland. Ich mag die Menschen gerne. Und das Bier. Ich bin sicher, dass es in England nicht so gutes Bier gibt. Warum? Die Menschen in England mögen Wein lieber, oder? Vielleicht. Meine Eltern trinken viel Wein, aber meine Freunde und ich nicht. Wir mögen Bier lieber. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson.